Gut, Marian, ich wünsche dir einen gesegneten schönen Tag. Unsere Bibelversion von dir sind Psalm 103, Versen 13 und 14. So ist ein Futter Matlet auf für seine Kinder. So hofft der Herr Matlet mit dir, der am Frechten. Heu weit von wo wir gemerkt sind. Heu denkt daran, dass wir bloß Stoff sind. Armut, Hoblosigkeit, Unzufriedenheit. So viele Dinge sind du in dieser verfallene Welt, wenn uns merken fallen, dass wir nicht wert sind und dass wir nicht anhören neben uns. Wir haben Probleme, wir strocheln mit Dingen, wir sind vielleicht physisch konstol, wir sind emotionalisch konstol, und wir wollen sogar einmal ganz, dass wir ganz doll werden dann, nur uns glauben, weil abhören. Doch Gott, uns himmlischer Vater, versteht uns und er weiß, was wir fehlen dann, und er ist wert, uns zu halten. Wir sehen, dass er hier auf sehen sehen, Jesus Christus, und wir sehen auch, dass Jesus auch die Dinge durchging, wie er hier im Leben wird. In Hebräer 5, Vers 15 sagt, dass heute diese Dinge durchgehen, ohne zu sinnen. Wir sind niemals nicht allein, wenn wir Christus schauen dann, und wir können ihm vertrauen, in alle Dinge, die wir im Leben durchgehen dann. Das Leben, das nimmt uns Wirkung durch schwere Dinge. Aber doch, in der Mitte von all diesen Dingen, ist Gott mit uns, und nicht nicht. Nicht nicht, auf dieser Welt, als Ratter, aus Gottes Innen Leben, in Gottes Innen Genut. Wirkung können wir nicht verstehen, was wir angehen wird, aber wenn wir auf Gott vertrauen dann, wollen Dinge leichter sein. Das muss vielleicht nicht immer möglich sein, ob wir können ganz zufrieden sind mit allen Dingen. Aber doch, wenn wir unsere Hoffnung in Christus sagen dann und am Danken dann für was er uns zu tun hat, für uns zu tun hat, dann wollen wir niemals nicht allein sein und er wird uns niemals nicht verloren. Möcht Gott dir wieder sehen und einen schönen Tag geben.